So, grüß euch. Heute Teil 2 unseres Gesprächs mit Remo Kirsch hier in Rude. Wir haben heute die Themen, ich hatte sie mir auch aufgeschrieben, weil ich kann mir gar nicht merken, was man aufhört. Ich habe meinen Teleprompter hier. Also das Bauen in Russland, dann über extreme Putzern, dass die Sanktionen wirken, russische Gastfreundschaft und seine Zukunft hier in Russland. Und wie geht es weiter mit dem Rude-Projekt? So, wenn euch das gefällt zum Schluss, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Zum Schluss werde ich dann noch beschreiben, was es dann im Teil 3 gibt. Los geht's. Hat sich denn das Verhältnis der Menschen dir gegenüber verändert? Ja, total. Positiv, negativ? Du, ganz einfach, ich bringe mal eine Geschichte. Ja. Wir waren zu der Zeit, da hatten wir einen US-Patriot, weißt du, den russischen Luxusträger, und sind dort in die Werkstatt gefahren zum Service. Ja. Und der guckte uns groß an, oh, ihr seid noch da. Mhm. Ich sagte, ja, warum nicht? Naja, viele Deutsche müssen jetzt zurück, weil die Firmen schließen, ja. Aber ihr sagt, nee, wir bleiben hier. Der guckte mich an, ah, das ist super, einer von uns. Ihr bleibt wirklich hier? Ich sagte, ja, wir bleiben wirklich hier. Ah. Die haben sich gefreut wie die Schneekönige. Mhm. Die haben gesagt, du, darf ich dir ein Taxi bestellen? Ja, ich sagte, können wir selber machen. Nein, ihr möchtet mir uns ein Taxi bestellen. Dann ist da so eine Business-Limousine gekommen. Ja. Also keine Stretch-Limo, es war so ein Bus gewesen. Ja. Ich sagte, das musst du bitte annehmen. Hätte es nicht angenommen, wären sie beleidigt gewesen. Also hier ist zu keinem Zeitpunkt, ja, seitdem wir da sind, irgendwie ein negatives Wort gefallen oder ihr Deutschen und so weiter. Ja, genau. Das ganz im Gegenteil. Sie lieben die deutsche Mentalität. Ja, sie lieben das deutsche Volk. Und das ist euer Glück. Das ist wirklich euer großes Glück. Ja. Das ist auch das, was ich, wir sind jetzt ja, vielleicht einen Monat sind wir jetzt hier in Russland, an allen Stellen, ob das der Kellner war, ob das der Museumsführer war, im Militärmuseum oder woanders, als sie gehört haben, wir kommen aus Deutschland. Aber die fliegen sie wegen dir hier. Ja, natürlich. Weil ich so hast du ein spezielles Eau de Cologne? Ja, nein, das ist ein Eau de Cologne. Ne? Mhm. Hast du aus dem Westen mitgebracht? Ja, ne? Natürlich. Ja, ne? Meine Oma hat immer so Parfum gesagt. Parfum. Ja. Hast du ein bisschen Parfum? Na, wer ist es denn richtig? Parfum. Oder halt Parfum. Ist egal. Auf Deutsch Parfum. Parfum, ja. So, und, was hast du noch da? So, und was habe ich noch? Und von den Behörden her, wie ist das da? Von der Administration, hat sich da was verändert gehabt, dass man da mehr Ressentiments gegenüber Deutschen hat? Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja von vornherein erklärt, weshalb wir in Russland sind. Mhm. Da haben sie damals gesagt, ist aber Deutschland. Deutschland ist doch das Deutschland, unser Deutschland. Sie reden immer unser Deutschland. Das ist nicht, weil sie es besetzen oder besitzen wollen, sondern sie finden Deutschland klasse. Mhm. Sie sagen, Mensch, unser Deutschland, da sind wir so gerne gewesen im Urlaub und so, was macht ihr damit? Das haben sie nicht verstanden. Und wenn man denen so verschiedene Sachen erklärt hat, haben sie manchmal angeguckt, Remo, ist doch Deutschland. Das kann doch gar nicht so sein. Mhm. Aber ich sage, leider nicht. Heute verstehen sie es, was los ist. Deshalb gibt es ja auch so eine riesige Seitwärtsbewegung. Die Fachleute rennen weg, gehen überall in die Welt. Es kommen viele auch nach Nischni, weil Nischni die Administration wirklich massiv was für die Migration. Nischni Novgorod, muss man dazu sagen, für die, die das noch nicht gehört haben. Dann gehen sie woanders hin, haben wir mehr Ruhe. Ach so. Nee, die machen da wirklich ganz viel und das ist hier ein Pilotprojekt, was läuft, wo man auch ein bisschen mitwirken kann. Und momentan sind über 60 Anträge da von Familien, die hier abgearbeitet werden, die hier in die Regionen kommen. Aus Deutschland? Aus Deutschland. Nee, es kommt aus der ganzen Welt. Es war letzte Woche, da warst du noch nicht da, Australier da gewesen, aber Russlanddeutsche. Ja. Die haben 20 Jahre dort gelebt und die sind unangemeldet gekommen, was hier etwas kontraproduktiv ist. Wir waren unterwegs gewesen, mussten sie warten. Ich sagte, in 2 Tagen sind wir mal da, sind aber in 2 Tagen wiedergekommen, weil sie unbedingt das Gespräch gesucht haben. Und eigentlich sind wöchentlich, fast täglich Leute da, die sich neu orientieren, die Informationen haben wollen, wo man Kontakte mit der Administration macht. Und es werden immer mehr. Mhm. Es werden immer mehr Leute wach. Mhm. Ich hatte euch ja, oder ich zeige euch das nochmal, ich habe mal so eine Rundfahrt gemacht hier, die Siedlung. Ist das Raucherfernsehen? Natürlich ist es Raucherfernsehen, weil jeder Mensch kann seine freien Willen immer aus. Ja, du bist ja in Russland dann sowieso. Ja, naja, also ich. Willst du auch einen? Nee, ich rauche nur abends Zigarre. Nee, dann hast du Kevin gegeben. Die Moods habe ich Kevin gegeben. Ja. Achso, Kevin, da fahren wir morgen rein. Der hat sich super gefreut. Ich habe das gesehen. Der war so glücklich gewesen. Ja, über die paar Moods. Man muss sagen, die Sanktionen wirken. Ja. Es gibt keine Moods. Es gibt jede andere Zigarettensorte, aber Mut eben nicht. Ach, das kriegt ja zu spüren. Ich mache immer Weihnachtspakete, UPS fertig, ich schicke immer was hin. UPS kostet viel Geld, nimm die Post. Nimm die Post. Übrigens, die Post läuft immer noch, in 3 Wochen spätestens ein Paket. In 3 Wochen hat er das, ja? Ja. Und die stellen sie ihm auch da in seiner Pampa zu, ja?
Nee, er hat dann, du musst über die App benachrichtigt, ja, und dann kannst du es bei der Post abholen. Ach, kann das dann abholen? Na gut, da werde ich mal so ein Gepäck. Läuft ein bisschen anders, ja, aber es funktioniert eigentlich besser. Ah, okay. Von dem Projekt, was du hier aufgelegt hast, das wird ja weiterentwickelt. Ja. Und was sind deine nächsten Pläne? Also, weil das ist jetzt was ganz Neues, weil das habt ihr auf seinem Kanal noch nicht gesehen, was jetzt kommt. Weiß ich nicht. Nee, weißt du nicht. Du musst es mir sagen. Was sind deine nächsten Pläne? Es gibt eigentlich nur einen Plan. Ja. Ich werde ruhiger treten wollen und müssen, weil ich verschiedene andere Aufgaben übernehmen werde. Mhm. Da werde ich jetzt noch nicht so viel drüber reden. Du weißt schon ein bisschen was. Hältst aber die Klappe. Die Klappe. Logisch. Geheim. Na, geheim natürlich. Ja. Noch können sie nicht reingucken ins Gehirn. Na, warte mal noch ein Weilchen. wo ich andere Aufgaben mit übernehmen werde, die für die Menschen vorteilhaft ist. Und wir haben hier, ich sag mal, insgesamt 5 Häuser gebaut und das belastet. Hm. Ja, und hier in der Siedlung stehen 3 plus eine Garage, die größer ist wie ein Haus eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich da rein bin, siehst du mich von Neid auf die Knie gehen. Geil, ne? Ja, ich weiß, so eine Garage, mein Gott. Ne. Und da wir etwas älter werden, muss man auch mit seinen Ressourcen haushalten. Ja, das stimmt. Ja. Und in Russland geht das Leben immer etwas später los wie in Deutschland, dafür geht es aber länger. Ich bin eigentlich jeden Tag bis Mitternacht beschäftigt mit irgendwelchen Aufgaben, die man zu erledigen hat. Und das hat nicht mehr die Bauerei Position 1. Ja. Mhm. Und bauen ist hier etwas aufwendiger, weil es gibt viel mehr Regeln, die man beachten muss. Es sind nicht nur die klimatischen Regeln, sondern was Qualität betrifft, ist ein anderer Anspruch da. Und da wir deutsche Häuser bauen mit russischem Charme und Charakter, und trotzdem deutsche Qualität. Ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Also ich habe ja auch schon... Jetzt haust du mich in eine Pfanne, oder? Nee, gar nicht. Ich habe ja Inneneinrichtung gemacht und war in deutschen Häusern drin gewesen. Das, was du hier baust, das habe ich selten in der Qualität in Deutschland gefunden. Und weil ich werde nicht dafür bezahlt. Also das ist wirklich exzellente Qualität. Und viele Häuser, in denen ich drin war, die sauteuer waren, hatten bei weitem nicht den Qualitätsstandard, wie das, was hier gebaut wurde. Ja. Darf ich dir das so sagen? Jo, danke. Gibt es da einen Austausch? Nö, da wäre es ja Korruption. Da wäre es ja Korruption. Und da sind wir in Russland, das heißt, da gibt es ja keine. Es heißt ja Lobbyismus. Ja, genau. In Russland ist total korrupt, wurde mal erzählt. Ja. Hier bist du sofort der Joblos, wenn du irgendwas machst. Ja. Aber egal. Die Leute, die mich kennen, von früher kennen, wissen, dass ich eigentlich wirklich ein Pedant bin, was die Qualität betrifft. Und du kannst in Russland Häuser bauen für 5 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen. Rubel. Ja. Rubel, ja. Das sind, mach da ein paar Nullen weg und dann wisst ihr, was es ist. Zwei Nullen wegstreichen ist ja immer. Und du kannst hier sehr gute Qualität bauen, musst aber auch dann mehr zahlen, als der Russe baut. In Russland kriegst du Häuser ab 5, 6, 7, 8 Millionen und private Häuser kannst du bauen, wie du willst. Deshalb wird hier sehr gerne, sagen wir mal, am Fundamenten gespart. Streckenweise hast du nicht mal ein Drittel oder ein Viertel von dem drin, was in Deutschland verwendet wird. Es wird meist die Geologie nicht beachtet, was sind das für Böden. Ja? Hier in unserer Region sind schwere Lehmböden. Ja? Und wenn das feucht wird, ist es wie Knete. Da sollte man schon so gründen, dass es ohne Probleme auch das Haus trägt. Und das macht nachher einen erheblichen Preis aus. Und ich sage immer, ich baue Häuser nach Qualität, die maximal möglich ist. Und am Ende sehe ich, wo der Preis ist. Und deshalb ist die Frage gar nicht zu antworten, was kostet ein Haus? Das ist immer die Frage, was kostet ein Auto? Du kannst mit einem Lada fahren oder mit einem Maybach fahren. Ja? Und so dazwischen ist auch die Spanne. Und wer Qualität haben will, muss mehr Zeit rechnen, muss höhere Preise rechnen, aber hat dann eine Qualität. Ja, das stimmt. Also die Qualität ist wirklich exzellent. Und hier, was das Putzen und Spachteln betrifft, sind das Extremisten hier. Die haben bei dem Haus 14 Lagen gespachtelt. Ich bin immer wieder fassungslos gewesen. Habe gesagt, wieso 14 Mal? Na, er soll doch gerade sein. Ja. Ja. Und ist in Deutschland unvorstellbar. Ja, und unbezahlbar. Es ist unbezahlbar, weil das ist. Also, ich würde gerne, wenn du lässt mich noch mal rein, ich will dir diese Schattenfuge den Leuten mal zeigen. Du meinst von der Decke? Von der Decke. Ja. Weil daran siehst du, ob eine Wand gerade ist oder nicht. Und die ist. Scheiße gerade. Die ist so gerade, die auf ein Zehntel Millimeter. Ja, vielleicht nicht ein Zehntel, aber extrem gerade. Also wo die Putzer da waren, ich habe noch nie gesehen, dass die Räume so nachträglich gewinkelt haben. Da haben die wirklich tagelang die Putzschienen gesetzt. Ja. Und das Putzen ging nachher relativ schnell. Aber die haben dort mit einer Pedanterie, muss ich fast sagen, das alles ausgerichtet.
Und das Ergebnis spricht für sich. Mhm. Einfach perfekt. Wie viele Häuser willst du hier noch bauen? Also auf dem Gelände gibt es maximal 8 Häuser. 8 Häuser, also ihr müsst euch anstrengen. Und Nee. Also hier kommt so gut wie keiner her. Ja. Das ist wieder für die Leute befremdlich. Ja, ja, ich weiß. Ich helfe jedem, der in die Region kommt. Du kannst ja mal rumschwenken nachher, du hast schon gemacht. Hier sind überall freie Flächen. Da kannst du hektarweise Land kaufen, was viel, viel günstiger ist wie bei uns. Komm, fliege, geh weg. Und wir haben ein anderes Konzept. Wir machen, das ist ein nicht kommerzielles Projekt. Hier geht es darum, dass man vernünftige Leute um sich drumherum hat. Und vernünftige Leute lernt man nie bei Guten Tag, wer bist du? Ich bin der Liebe. Nee, auf jeden Fall. Du brauchst immer eine gewisse Zeit. Näher ran, du willst was hören hier. So, ja. Du bist aber grob zu mir. Ja. Es geht darum, dass man vernünftige Leute um sich drumherum hat. Und die lernt man erst nach und nach kennen. Und ich sage immer, wir machen es anders. Wir bauen die Häuser. Jedes Haus wird anders aussehen. Siehst du, ist auch jedes anders. Ja, ja. Und wenn das Haus fertig ist, vorher beschäftige ich mich gar nicht damit, kann man sich mit Interessenten auseinandersetzen. Mhm. Und diese Leute, die dann dafür Interesse haben, die können vorbeikommen, man redet, da entscheidet erstmal die Chemie, logischerweise, wer in Betracht kommt. Na, ich durfte hier schon 5 Tage stehen. Und hast jeden Tag immer ein Hunderter bezahlt. Ja, und er hat mich noch nicht runtergeschmissen. Nee, ich habe Strom freigekriegt, Wasser freigekriegt. Erzähl und meine das Frau nicht so oft, ja, sonst kommt. Nee, das geht ja nicht. Die dürfen ja nicht rauf. Hier sind ja so eine Kangalhunde vorne angebunden. Ach so, die sind aber ganz lieb. Nee, dass die Leute vom Prinzip erstmal kennenlernt. Ja, ja, genau. Das ist wichtig, weil niemand will neben einem Arschloch wohnen. Richtig. Vielleicht bin ich ein Arschloch, weißt du auch nicht. Ja. Und sage ich immer, die Häuser werden gemietet von 1 Jahr bis maximal 2 Jahre. Mhm. In dieser Zeit muss man sich entscheiden, ob man in der Region bleibt, ob man hier bleibt. Und dann wird die Miete, die man gezahlt hat, dem Kauf angerechnet. Die Leute haben wie so eine Probezeit für beide Seiten. Das finde ich gut. Und viele Leute kommen hierher und ich will keine Abhängigkeit. Wenn man den Leuten hilft, dann fühlen sie sich nachher verpflichtet, hier was zu machen. Nein, will ich nicht. Sondern sie sollen sich erstmal selber orientieren. Russland ist das größte Land der Welt und jeder muss sich seine Region raussuchen, wo er reinpasst. Und das ist das Schöne, die Mentalität ist immer gewiss unterschiedlich. Und wer seine Stelle gefunden hat, wird sich auch diese Ecke, die er gefunden hat, verlieben, weil das genau seine Ecke ist. Ja, für uns ist es Nischni Nowgorod. Für die, sag mal, mehr westlich-deutsch-sozialisierten oder ostdeutsch-sozialisierten, ja, es ist auch das Paradies. Es ist auch die Landschaft, die wir so ein bisschen so adaptieren auf uns, ja, wo wir sagen, Mensch, das ist das so, wie wir eigentlich da in der Märkischen Heide so ein bisschen, ja, obwohl es ja keinen Sand gibt, das ist alles Lehm. Ja. Nicht? Aber so die Bäume und das flache Land und das Gras und so, das ist so. Du, hier gibt es auch ein Skigebiet nördlich von Nischni. Da sind schon Berge, du. Ja, aber wenn man in Russland sagt, nördlich von, dann fährst du wieder 300-400 Kilometer. Das ist aber kurz. Ja, ich weiß, das ist ja das. Wie ein Freund von uns sagte, in Krasnodar, wo wir waren, ich zeige ihm was Schönes, da fahren wir mal hin. Der fuhr eine Stunde, fuhr noch eine Stunde, fuhr noch eine Stunde. Wir waren 3 Stunden mit seinem Auto unterwegs und dann hat er uns da so eine Höhlen gezeigt. Mhm. Das waren 3 Stunden hin und dann habe ich auf einen Kilometer geguckt. Das ist gleich, als ob ich, wenn ich da unten, wir wohnen ja in der Nähe vom Spreewald, aber ich Besuch, der zu mir kommt, sagt, du, weißt du was? Ach komm, ich zeig dir mal die Müritz. Und dann fahre ich schnell mal zur Müritz, der zeigt mir die Müritz, nach einer halben Stunde fahren wir wieder zurück. Kurzstrecke. Ja. Absolut. Ja. Und deshalb sagst du, Skigebiet, Nord, ja, ist klar. Jo, Teil 2 ist zu Ende. Schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, bleibt fair. Antwortet bitte, wie man das unter anständigen Menschen macht. Im nächsten Video, kurze Vorankündigung, ich habe mir das mal aufgeschrieben hier. Da geht es darum, wir haben ein kleines Quiz zum Anfang, dann geht die Geschichte über das Skigebiet weiter, dann über die besondere Beziehung seit Jahrhunderten werden in Russland-Deutschland und die größte Gefahr, der man ausgesetzt, wenn man ist, nach Russland kommt, die größte Gefahr. Dann reden wir über ein bisschen über Autofahrer, deren Mentalität, dann über Dinge, die ihr vielleicht beachten solltet, wenn ihr nach Russland kommt oder vielleicht die Idee habt, hier vielleicht euch anzusiedeln, dann die Bedeutung von Leberwurst in seinem Leben und warum man russischen Senf eigentlich nur als Abbeizer benutzen kann. So, also bis zum Video Nummer 3, wenn es euch gefallen hat. Tschüss.